Hallo, mein Name ist Kip Supernova. Willkommen beim weiteren Video auf meinem Kanal. Ich wollte heute eigentlich etwas über Betelgeuse, der Stern, der vielleicht zur Supernova wird, berichten, aber etwas anderes hat mich tierisch aufgeregt, und zwar es geht um Splatoon 2. Ja, es ist das erste Splatoon-Video, wo ich jetzt mit Kommentar mache, wo ja mich reden hört. Bei Splatoon heiße ich Keep Splat und bin auf Level 46. Und ja, was ihr hier seht, das ist so mein Lieblingsoutfit bei Splatoon, beziehungsweise Splatoon 2. Ich spiele eigentlich recht gut, durchschnittlich, also jetzt nicht überragend, aber jetzt auch nicht mega schlecht. Aber in der letzten Zeit ist mir aufgefallen, dass ich fast jedes Spiel verliere. Logischerweise nicht dann nur ich, sondern auch alle in meinem Team. Ich weiß nicht, was los ist. Wahrscheinlich nur eine Flaute oder keine Ahnung, aber wie ihr hier seht, es ist jetzt dieses Camp, diese Camp-Map. Ja, Pam. Es ist so, dass es jetzt nicht nur ein Spiel ist oder zwei. Also heute habe ich jetzt jedes Spiel verloren. Also ich habe jetzt 10 Mal gespielt, jedes Spiel verloren. Hier seht ihr, dass die Gegner aus dem Gegnerteam schon ganz dicht vor unserem Spawnpunkt sind. Ich habe mich zwischenzeitlich wirklich geärgert, richtig geärgert. Das mache ich normalerweise bei Splatoon nicht, weil ich mir vorgenommen habe, eigentlich mit Spaß und jetzt nicht mit so einem Siegerwillen, muss unbedingt gewinnen, spiele. Aber es ist wirklich sehr frustrierend, ständig gekillt zu werden, ständig zu sehen, dass alles eingefärbt ist vom Gegner, zu sehen, dass die anderen Mitspieler aus dem eigenen Team eigentlich gar nicht disconnecten, also die sind alle da, werden aber auch ständig gekillt. Jetzt ist es so, ja, das ist sehr schlecht, also mir geht es auch richtig schlecht, wenn ich ehrlich bin, weil ja, das ist, guckt, weg, also ständig, seht her, das ist die Map, ja, das rosa, pink, das ist meine Farbe, und grün die anderen Spieler. Ja, jetzt ist es so, ja, wie geht man jetzt damit um? Ich liebe Splatoon einfach viel zu sehr, um jetzt zu sagen, boah, ich habe keinen Bock mehr, ich spiele nicht mehr. Ich habe heute tatsächlich vorhin einen Moment überlegt, ich bleibe jetzt einfach am Spawnpunkt stehen, bis das Spiel vorbei ist, ich habe einfach keinen Bock mehr. Aber nein, das ist eigentlich nicht das, was ein Spiel ausmacht. So ein Spiel soll immer noch Spaß machen. Macht es jetzt Spaß, ständig gekillt zu werden? Ihr seht es hier, man wird manchmal von 2, 3 auf einmal beballert. Jetzt habe ich mir vorgenommen, ich nehme mir eine Auszeit, nicht von dem Spiel. Ich spiele natürlich weiter, aber eine Auszeit im Sinne von, hey, ich gehe jetzt einfach in mein Lieblingsoutfit hier mit meinem 3R Splasher und ja, geh mit Spaß an das Spiel, das rate ich euch auch. Wenn ihr ein Spiel wirklich liebt, geht mit Spaß da dran. Und jetzt nicht verbissen meinen, ich muss jetzt gewinnen. Wenn man halt sich mal verliert, dann ist es eben so. Wechselt die Waffe, macht es nicht so wie ich jetzt vom Hammerhai runter zur coolen Sprotte, nein, zur flotten Sprotte runter gehen. Macht so wie ich, nicht so wie ich, sondern nehmt dann halt eine Waffe, wo ihr jetzt nicht so ein hohes Level habt. Und dass ihr nicht jetzt irgendwie was verliert. Und geht mit Spaß an das Spiel ran. Ja. Vielleicht macht ein Spiel daraus, wie oft ihr gekillt werdet. Das ist dann ähnlich wie bei Schläferz. Man macht dann so eine Art Ringspiel. Aha, gekillt, aha, gekillt, aha, gekillt. Und ja, macht einen Spaß daraus. Es kommen auch wieder bessere Zeiten. Also, ich weiß nicht, vielleicht seid ihr jetzt gerade in dem Team oder die Leute, die mich ständig gekillt haben und ständig gewinnt und denkt, was will denn der jetzt von uns? Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch so diese Nach-Weihnachtszeit, wo jetzt vielleicht viele eine Switch und das Spiel geschenkt gekriegt haben und jetzt vielleicht viele
erfahrene alte Hasen einfach die anderen gewinnen lassen, um jetzt denen ein gutes Gefühl zu geben. Es kann sein, keine Ahnung. Ich halte davon nicht so viel. Ich finde schon, man sollte ein Spiel auch so spielen, wie es gespielt wird. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Zuerst habe ich mich aufgeregt, aber jetzt habe ich mich abgeregt und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Spielt Splatoon, spielt Splatoon 2, vielleicht spielt ihr mal wieder zwischendurch zum Spaß Splatoon 1. Wobei es da jetzt ja auch weniger ums Gewinnen geht, sondern eher um den Spaß. Es ist ein cooles Spiel, ich liebe es, dieses Spiel, und ja, habt eine schöne Zeit, bleibt neugierig und passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.